Einen wunderschönen Sonntag an euch. Heute kommt ein fettes Video. Und zwar treffe ich mich heute mit einem Jungen, der eine Behinderung hat, ein bisschen härter vom Schicksal getroffen ist, dem ich so einen Tag verbringen kann, mit dem ich ein bisschen reden kann, ein paar Fragen stellen kann. Ich weiß von ihm jetzt schon, dass er ein riesiger Autofan ist, Sportautos, wie dieser hier. Ich habe ihm ein paar fette Geschenke gekauft, über die er sich inshallah freut. Was geht? Was geht ab? Wie geht's dir? Gut, und selber? Du musst dich ganz kurz vorstellen. Ich bin Dennis, ich komme aus Gerlingen und bin 27 Jahre alt, habe ihn durch... voll gutes Bewerbungsgespräch, Digga. Boah, ey, dein Ding hat schon Drip, sag ich ehrlich. Ja. Es ist elektrisch. Ja. Ey, wir müssen jetzt das Ding hier reinbringen, Alter. Ja, dann steh mal auf, hilf mir. Wie feiert ihr mein Auto? 10 von 10. Ja? Ja, 10 von 10. Mit den roten Bremssätteln auch. Ja? Wild. Das ist mein Traumauto. Aber, okay, achso, das ist euer Traumauto, oder was? Ja, er hat den auf Klassenfahrt gesehen, er ist komplett ausgerastet im Bus. Das Auto ist so vorbeigefahren, er so, oh mein Gott. Ja, krass. Was arbeite ich? Influencer. Was sagst du? Influencer. Was ja, doch, du? Influencer. Ja. Influencer, ja. Also, ihr denkt wirklich, dass man mit Influencer so 200.000 Euro bekommt, oder was? Zum Beispiel iCrimex oder so, die haben ja auch voll die fetten Autos. Aber wie gesagt, wenn ihr gut in der Schule seid und euch immer anstrengt, dann könnt ihr solche Autos gleich mal putzen. Also, 100.000, Digga. Verpisst euch! Mich würde es echt interessieren, was wohl deine Meinung ist, Alter. Also, welchen du drippiger findest. So, was findest du jetzt drippiger? Weil ich ja bei dem mitgefahren bin, ja? Würde ich schon den eigentlich nehmen, so. Den meinst du? Ja, weil irgendwie ist es entspannter, da zu sitzen, so. Ich weil da vorne nicht. Gefällt mir. Digga, der Bentley? Weil da vorne, weiß ich so, die Front gefällt mir nicht so. Die Front sieht schon hier besser aus wie da. Von meinem meinst du? Ja. Aber ich weiß nicht, Alter, der Bentley. Die Farbe ist schon cool, aber. Der ballert halt auf, Digga. Vor allem, der hat auch so beiges Interieur. Weiß ich nicht, die kosten ja auch noch beide gleich viel. Ach so, okay. Ja, aber komm, lass uns rüber zu Lambo gehen, Digga. Wenn du jetzt so viel Geld hättest, wie es nur geht, was würdest du holen? Ferrari, Lambo oder Bentley? Also, jetzt würde ich mir wahrscheinlich den holen. Den schwarzen hier? Ja. Der ist schon krass, Digga. Aber wahrscheinlich würde ich da gar nicht mal alleine wieder hochkommen. Weil Digga, ich finde, so Sportautos müssen immer matt lackiert sein, Digga. Ja, das stimmt schon. Also, schon besser so, weißt du, so Glanzlackierungen, so, das ist so eher bei Ferrari cool, finde ich. Ja. Die Farbe? Ja, die ist auch nicht schlecht, finde ich. Keine Ahnung, das sieht so aus, als hätte man den in der Sonne stehen gelassen. Aber du bist SUV-Fan, ne? Finde ich irgendwie. Also, du bist. Ich muss da irgendwie denken, dass mein Rollstuhl reinpasst. Digga, schau mal, Alter. Der ist auch nice. Ja, der ist, also. Das ist schon. Der ballert auch heftig, Digga. Wenn ich da meinen Rollstuhl reinkriegen will, das wäre schon wild. Ja, dann einfach damit rum. Aber könntest du, wenn das jetzt so behindertengerecht wäre, könntest du das Auto fahren? Ja, bestimmt. Ja, Digga, also. Aber wenn ich da irgendwie hochkommen würde. Oder aber zum Beispiel, guck mal, jetzt auch wieder dieses Auto, Bro. Ich hätte den zum Beispiel matt schwarz, nicht matt grau gemacht, sondern matt schwarz gemacht, so wie mein. Ja. Also, aber du bist jetzt eher Fan von diesem Auto, ne? Ja, das ist auch nicht schlecht. Bist du jetzt Fan von dem Urus, weil der groß ist? Also wegen, weil der dann halt, weil du dann Rollstuhl leichter reinbekommst? Ja, musst schon dran denken, so. Ja? Oder magst du einfach das Gefühl, so oben zu sitzen? Ja, beides. Ja? Beides, so. Gut, die Farbe, da lässt sich jetzt wirklich drüber streiten, Digga. Find's wild, ich will damit rumfahren. Also warte mal, ich film mal die Farbe hier, dass es alle sehen. Also die Farbe, Bruder, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denkst du, mir steht's? Ich weiß es nicht, Digga. Ich will es jetzt auch nicht anfassen. Das ist mir dann ja ein bisschen zu Bronze. Das ist mir dann so. Also auf der Kamera sieht es noch ein bisschen anders aus. Ja, also weiß ich nicht. Nee, das Auto ist krass. Aber ey, guck mal, weißt du, was das Ding ist? Weiß ich nicht, Bro. Das Ding kostet 800.000 mittlerweile. Es sieht schon teuer aus, aber es sieht halt auch nicht aus wie ein 800.000 Auto. Nee, das stimmt auch nicht. Also ein 800.000 Auto. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht eine halbe oder so. Gut, halbe Mio würde ich auch dafür zahlen, so ist nicht. Aber guck mal, Alter, der Abstand zum Boden. Du weißt, schon hoch. So kurz davor bin ich, meine Schule abzubrechen. Kennst du diese Memes? Ach so, ja. Boah, der grüne ist wild. Ein bisschen tiefer noch irgendwie. Ja, viel doch, zu hoch. Digga, hat schon Drip, Digga. Hat schon Drip. Oder wenn eine Schraube fehlt, 10.000. Ja, guck mal, egal wer was sagt, Bro. Das ist der OG Lambo. Und nichts geht drüber, Alter. Ja, das ist krass, Digga. Meine erste Frage ist so, arbeitest du überhaupt oder bist du einfach zu Hause? Also ich habe endlich, nach 3 Jahren habe ich, ich habe 2017 meine Ausbildung fertig gemacht zum Bürokaufmann, habe jetzt endlich Ende. Okay, also 2020. Du hast so ganz normal Ausbildung gemacht, wie so jeder andere auch? Ja. Okay. Ich habe halt Gas gegeben, weil viele so haben zu mir gesagt, ja, du kannst, es wird schwer, dass du so auf dem, sag ich mal, auf dem richtigen Arbeitsmarkt, so, ja. Weißt du, wie ich meine? Dass du da irgendwie eine Arbeit findest. Aber ist es so gesehen schon schwer gewesen. Was mich interessiert ist, so zum Beispiel wurdest du ein bisschen so bevorzugt, jetzt so notentechnisch und so? Gar nicht. Nee, gar nicht? Nee. Also ganz normal so. Also hat wie jeder andere behandelt, das wollte ich auch so. Okay. Das habe ich auch
so den Lehrern immer gesagt, meine Mutter wollte das auch so. Okay, also du hast jetzt nicht irgendwie so, anstatt, obwohl du auf eine 5 standest, hast du nicht so eine 2 bekommen, weil du im Rollstuhl sitzt. Nee, das nicht, aber okay. Ich denke das schon, dass die bestimmt nochmal so was besser gegeben haben, damit ich so durchkomme, also die Schule. Also war nicht irgendwie auf einer Extraschule nur für Rollstuhlfahrer oder so. Nee. Weil das wollten die auch damals, haben die zu meiner Ach, Mutter. Gibt's sowas oder was? Das gibt's alles da, also dass die halt für beeinträchtigte Menschen gibt's auch extra eine Schule, Aha. wo die auch dann eine Ausbildung machen können. Das wollte halt meine Mutter nicht. Ich war auch bei einem normalen Kindergarten, weil es gibt auch alles so für Rollstuhlfahrer okay. und Leute mit Beeinträchtigungen. Dann nehme ich, also ich nehme mal ganz kurz, ich nehme da die erste Frage direkt weg, warum sitzt du im Rollstuhl? Bei der Geburt, ich habe ja einen Zwillingsbruder und da waren wir halt im Bauch. Ja. Da habe ich Nabelschnur um den Hals gehabt, dann einen Sauerstoffmangel. Und dadurch okay. ist halt der Bereich fürs Gleichgewicht bei mir abgestorben. Okay. Also so haben es die Ärzte halt damals zu mir gesagt. Und ich kann halt normal laufen, so ja. mit Stützen, aber ich habe halt kein Gleichgewicht, deswegen bin ich jetzt im Rollstuhl. Okay. Also seit meiner Geburt. Also deine Nabelschnur? Die Nabelschnur bei deiner Mom im Bauch hat sich so gesehen um den Hals gewickelt. Genau. Dann hat keine Luft mehr bekommen. Genau, dann hat dein Gehirn keine Luft mehr bekommen. Ja. Und der Teil, der für deinen Gleichgewichtssinn zuständig ist, hat dann versagt. Genau. Okay, nur dass ich es richtig verstehe, weil ich bin echt lost manchmal. So. Kein Ding. Okay, krass. Ich gehe auch so einmal die Woche zur Krankengymnastik. Ja, das ist auch wichtig. Gibt's eine Chance, dass du zum Beispiel wieder irgendwann gesund sein könntest? Also ich glaube nicht. Vielleicht wird irgendwann mal Wissenschaft irgendwas erfindet. Ja? Aber ich glaube nicht, dass man da irgendwas. Also musst du jetzt so gesehen dein ganzes Leben hast du schon damit abgeschlossen, okay, das bleibt jetzt. Ja, so. Ich mache halt nur halt Krankengymnastik damit so, weil ich auch eine Spastik habe durch die Behinderung. Was ist das heißt halt, weil du kannst deinen Arm komplett aus, also komplett gerade machen. Warte, jetzt, so meinst ja, du? Und ich kann es nicht gucken. Mir ist immer hier so ein Knick drin. Okay. Oder meine Hast Hände. Achso, so meinst du? Ja, genau. Oder okay. meine Hände kann ich nur so weit drehen. So. Und du kannst es komplett umdrehen. Dann kannst du ja gar nicht so machen, Digga. Nee, leider nicht. Das ist ja oder wenn, ich, wenn mir irgendwann was geben will, guck mal, das geht nicht, ich muss. Ah, ja, okay. Das ist halt so. Und ich hatte auch eine Operation. Ich hatte okay. so X, weißt du, so X, weil so das Knie nach innen gedreht. Ja. Und das haben die operiert mit 8. Oh. Da hatte ich ein Jahr lang hatte ich so einen Gips, weißt du. Und jetzt kann ich halt, habe ich halt gerade Beine und so. Weißt du, was ich mich frage? Ich glaube, auch viele Zuschauer fragen sich das. Ich komme zu dir und ich sage so, ey, ich habe eine Tablette, die wird jetzt zum Beispiel dein Gleichgewichtssinn wiederherstellen, ja. Du kannst wieder laufen, deine Spastiken gehen weg, aber dafür die Nebenwirkung ist, dass du eine andere Behinderung bekommst. Gegen was würdest du es tauschen? Keine Ahnung. Also wärst du jetzt zum Beispiel dann, also wärst du dann lieber taub oder blind oder kannst nicht reden, also weißt du solche Sachen? Oder zum Beispiel deine Arme, dass deine Arme dann so gesehen nicht gehen? Oder, also gegen was würdest du es tauschen? Gar nichts, wäre auch so lassen. Du willst es so lassen? Lieber so. Ich habe mich ja dran gewöhnt und... Aber zum Beispiel bei der Frage würde ich zum Beispiel sagen, ich wäre lieber taub, weil dann müsste ich mir viel scheiß Gelaber nicht anhören. Ja, dann würde ich auch so machen. So, aber blind ist halt richtig eklig, weil dann siehst du ja gar nichts. Also tun dich Leute auch so ansprechen oder zulabern? Ja, die sagen nur mal zu mir, ich geh mal aus dem Weg oder so. Ich bleib einfach trotzdem stehen, weil ich denke mir so, achso, soll ich mich jetzt in Luft auflösen, nur damit ihr in die Bahn reinkommt. Ich will ja auch in der Bahn bleiben. Also Leute, die in die Bahn wollen, sagen zu dir dann so, geh mal aus dem Weg oder was? Ja, ist auch schon mal passiert. Aber ist schon eine Weile her. Aber ist jetzt nicht was jeden Tag passiert? Nee, ist schon eine Weile her. Ich werde halt immer angestarrt die ganze Zeit, aber sonst ist mir aber scheißegal. Ja, das ist wahrscheinlich einer der größten Punkte, die dich abfuckt, ne? So, dass dieses Anstarren. Ja, das war voll lange ein Problem für mich. Bin ich gar nicht mehr da, so irgendwie bin ich immer nur zu Kumpels gegangen oder so, gar nicht mehr so in irgendwelche Schirme. Dann dachte ich mir irgendwann Scheiß drauf. Und seitdem chill ich immer so. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo, keine Ahnung, in eine Bar oder sowas gehst, tun die Leute, also tun die dann was dir spendieren und sowas? Also jetzt abgesehen von meinen Kumpels so und von mir. Ich meine zum Beispiel, tut der Barbesitzer zum Beispiel dich sehen und sagen so, komm, es geht jetzt aufs Haus und so bla bla bla. Also, ist auch eine Bar in Leonberg zum Beispiel. Ja. Ich kenne die halt voll, auch den Besitzer und so, die Mitarbeiter. Ja. Und die, eine Zeit lang, ich bin dahin, ich hatte immer genügend Geld dabei. Dann immer die eine Mitarbeiterin, die ich wahrscheinlich sympathisch finde oder so, hier geht auf mich. Okay. Und es war immer so, mir war es ein bisschen peinlich, weil der Laden immer voll war. Sommer, weißt du? Okay, okay. Dann wurde ich immer eingeladen. Oder auch hier in Stuttgart, auch, werde ich auch
sich oft weniger zahlen oder so. Achso, die geben dir dann nichts geschenkt, aber so eher Rabatt. Ja, dann ja, ich sag dir zu mir so, ja, heute musst du nur die Pfeife zahlen oder heute nur die Getränke oder heute okay. Gar nichts. Ja gut, oder, ja, also ja, ein paar Vorteile hat das Ganze ja auch. Ja, ein bisschen unangenehm manchmal, aber ich bin da nicht unfrei, dann nehme ich es dann einfach. Achso, also du willst gar nicht, dass Leute dir irgendwas schenken, meinst du? Also, man kann es ja so manchmal machen, aber so, weil halt dort, wo ich halt war, die haben mich gefühlt jedes Mal eingeladen. Ja, aber die meint es ja auch nur gut. Ja, ich weiß. Wie ist es eigentlich, tut dich der Staat oder zum Beispiel die Stadt so gesehen dir Hilfen geben aufgrund deiner Situation? Also tun die dir jetzt irgendwie, zum Beispiel wenn man arbeitslos ist, kriegt man Arbeitslosengeld. Ja, das habe ich auch gehabt, bis ich eine Arbeit gefunden habe. Ja, ja klar, natürlich, aber ich meine. Dann noch so Pflegegeld. Genau so. Das hat meine Mutter dann bekommen. Achso, deine. Meine Mama ist ja immer so ein bisschen. Ich mache zwar alles komplett alleine, ja. Aber meine Mutter ist halt immer da. Ja. Wenn ich irgendwie Hilfe brauche, dann geht es halt auf das Konto von meiner Mama und dann passt es. Dann okay. Kann ich damit auch Sachen einkaufen oder so. Also die ich kann ja damit eh nichts. Okay. So. Also deine Mom kriegt so gesehen aktiv Pflegegeld für dich. Ja, genau. Wie viel ist es so? Boah, kein. So. 300 Euro? 400 ich glaube schon, ja. So. Also sowas, ich glaube 300 noch was Euro oder so. Digga, ist ja nichts. Ich hatte, das ist ja, gibt da so mehrere Pflegestufen. Ah ja, okay. Es gibt ja, glaube ich, Pflegestufe. Jetzt mittlerweile heißt es Pflegegrad. Ich glaube, 1 bis 3 oder so, dann kriegst du so. Okay. Ich glaube, bei 3 kriegst du, was weiß ich, fast 1000 oder so. Ja, aber das willst du ja dann auch nicht. Aber sein. Das ist dann umso mehr wie die Behinderung, ich weiß so. Ja, Leute, die dann gar nichts mehr machen können. Das wird dann, da kommt doch immer so jemand vorbei von so einem Dienst, ich glaube von der AOK. Ich und dann ist ein bisschen runter, dass du hier nicht so. Ja. Ah ja, stimmt. Und dann. Also da kommt da jemand vorbei von der Krankenkasse. Immer mal wieder so alle paar Jahre, dann checken die so meinen Arbeitgeber. Ja. Die bekommen so auch Geld, dass sie mich eingestellt haben vom Jobcenter. Okay, krass. So, dann ist es praktisch bei denen. Die kosten nichts. Die geben mir mein Gehalt, ganz normal, und die kriegen fast das gleiche vom Jobcenter überwiesen. Krass, Digga. Also praktisch null. Du bist ja dann kostenlose Kraft, Digga. Mein Eindruck nach, von dem, was du jetzt erzählst, ist so, dass die Leute dich gar nicht mal so krass anders behandeln. Weißt du, was ich meine? Also sei es dein Arbeitgeber, sei es, keine Ahnung, verstehst du so, wenn man rausgeht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die Leute dich vielleicht so halt immer besser behandeln, also so ein Ticken besser, so für ihr eigenes Karma, so. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob die das machen, aber ich habe auch zu meinen Freunden gesagt, so einfach ganz normal behandeln, wie jeder andere. Ja. Also deine Message, wenn das jetzt jemand sehen würde, ist so, wie soll man jetzt zum Beispiel mit so Rollstuhlfahrern oder anderen, so gesehen vom, also anderen Leuten mit Behinderung, wie soll man mit denen umgehen? Einfach ganz normal. Einfach ganz normal. Also nicht so, natürlich nicht, weil ich kennst diese. Aber es gibt auch Leute, die wollen das Rollstuhlfahren. Echt? Die wollen Mitleid haben. Also diesen Hass, ich diesen so, diese Aufmerksamkeit so, ne? Ja. Okay, so diese Frau, die da so voll laut spricht und sagt so, hey, wie geht's dir? Ja, alles gut? Ja, also genau. Deinen Arm streichelt und so. Als ob ich jetzt irgendwie, das war jetzt nicht böse klingen, als ob ich jetzt dumm wäre oder so. Oder nein, aus mein Gott. Das weiß ich. Bro, es gibt genug Leute, die nicht im Rollstuhl sitzen, die genug dumm sind, Digga. Also das kann ich dir bestätigen. Das stimmt. Es ist für dich eine Beleidigung, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ey, bist du behindert? Nee. Ne? Weil das ist ja, also dieser Satz ist ja so voll in unserer Welt so gesehen voll so normal. Ja. Also du sagst vielleicht wahrscheinlich auch sogar, also in der Umgangssprache so, weißt du, man sagt ja so, irgendjemand trifft irgendeine dumme Aussage und du sagst so, ja, Digga, bist du behindert? So. Ja, schon. Und wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, ey, bist du behindert, das nimmst du so als. Sagst du dann so, ja, stimmt, hast recht? Oder sagst du, ja, also verletzt es dich? Nee, gar nicht. Also unabhängig davon, dass du jetzt so gesehen diese Behinderung hast, was war dein schlimmstes und was war dein schönstes Erlebnis in deinem Leben? Ich kann dir mal zum Beispiel ein Beispiel geben von mir. Ja. Mein schlimmstes Erlebnis war, glaube ich, also schlimmstes war, glaube ich, als meine erste Freundin mich verlassen hat, weil es war so mein erstes Heartbreak. Dieses Gefühl ist halt einfach so, verstehst du, dieses Gefühl ist so in dem Sinne einzigartig scheiße, so. Ja. Nach 2,5 Jahren, so, weißt du, wir waren so ganz normal zusammen, nach 2,5 Jahren, an einem Tag sagt die einfach so, ich habe keinen Bock mehr auf dich und hat den nächsten Tag einen neuen Freund.
Das heißt, die waren schon länger zusammen. Und mein bestes Erlebnis war, als ich mein, also das erste Produkt, als ich mein erstes Produkt, das Bild von meinem ersten Produkt, das erste Teil von meinem ersten Produkt gesehen habe. Ja. Da habe ich angefangen so zu heulen, ohne dass ich wollte. Ja. Oder halt zum Beispiel, als ich dieses Auto abgeholt habe. Das waren ja, so, das wirklich so Highlight-Momente in meinem Leben. Oder wo ich meine Uhr abgeholt habe, meine erste. Ja. Fangt einfach mit dem Guten erstmal. Ja. Ja. Ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, so, ich war einfach froh, dass ich jetzt einfach meine Arbeit hatte, da war ich echt glücklich. So. Weil okay. Ich halt, muss überlegen, ich war ja 3 Jahre zu Hause. So. Also war ich echt froh, dass ich, weil irgendwie willst du auch mal ein bisschen mehr Cash haben oder so. Ja, dass du auch mal das war so ein fetter, was machen kannst. Ja. Fetter Glücksmoment dann. Ja, das stimmt. Da konnte ich halt dann so Sachen kaufen, so Klamotten. Gibt es eigentlich legale, so gesehen legale Drogenmedizin, die dir verschrieben werden oder die dir helfen können? Also ich habe mal gehört, dass auch, es gibt auch, glaube ich, Vollschwache, die kriegen auch von der Krankenkasse einfach Cannabis verschrieben, damit sich ihre Muskeln entspannen und so. Also du schreibst ja auch, Ruby, so wie alle anderen, ja wahrscheinlich auch Frauen an, ne? Ja, theoretisch. Also, oder du likest und so bla bla. Und du hast ja gerade gesagt, du hast, also was war dann diese schlimme Aussage, die dann kam? Bei mir war es zum Beispiel, ich kann dir mal zum Beispiel vorwegnehmen, was bei mir war. Bei mir hat dann ein Mädchen gesagt, also, da war ich auch 17, 18 oder so. Ja. So, ich glaube, die, die dich küssen muss, muss wohl, hat das schlimmste Schicksal in meinen Augen. Krass. Das hat, das trifft einen 17, 18-Jährigen schon. Und dann kommt, ja, man, das stimmt. Und dann kommt man sich so hässlich vor einfach. Es hat doch irgendwann mal jemand geschrieben, das wäre peinlich, wenn ich mit einem Rollstuhlfahrer draußen sehen will, dass der mein Freund ist. Aber das ist schon übel lange her. Aber es hat mal jemand gesagt und das hat mich schon getroffen. Ja, ja, klar, natürlich. Das habe ich eigentlich niemandem gesagt. Ich mache einfach ein YouTube-Video. Also denkst du, du hast jetzt schlechtere Chancen in der Frauenwelt wegen deiner Behinderung? Ich glaube schon, ja. Ja? Nö. Ich glaube nicht, dass da ja schon viele Antworten gar nicht oder so. Ja, aber du, man sieht ja auf deinem Profil jetzt auch nicht direkt, dass du eine Behinderung hast. Nee, ich mache das auch extra so, ja. Ja, also wenn du auf mein Profil guckst, dann siehst du schon, weil ich so mit einer Stütze stehe. Ja, ja, aber schon. Aber so jetzt im Bild, im Rollstuhl, wusste ich jetzt nicht oft eigentlich. Mhm. Ab und zu. Was denkst du, was das Problem von den Frauen ist? Denken die, das ist so unmännlich oder was? Keine Ahnung, oder denken die wahrscheinlich, dass sie mich die ganze Zeit um mich kümmern müssen oder so. Ah, so, ach so, das. Ich habe auch mit einer geschrieben, die, glaube ich, so Altenpflegerin gewesen oder so. Ja. Die schreibt, ja, ist gerade, hey, aber ich habe keinen Bock, mich zu Hause nochmal um jemanden zu kümmern die ganze Zeit. Alles Gute, okay, und hat dann nicht mehr geantwortet. Ich kann dir eins sagen, Digga. Wenn du jetzt jemanden, du wirst am Ende des Tages trotzdem jemanden kennenlernen, ne? Das kann ich dir vorwegnehmen. Ja, irgendwann. Ja, früher oder später. Und glaub mir, wenn sie dich liebt, und Liebe findet ja so gesehen nur im Herzen statt. Ja, das stimmt. So, wenn sie dich liebt, dann, selbst wenn du der größte Pflegefall wärst und nicht mal mehr reden oder hören könntest oder sehen könntest, ja, ich schwöre es dir, die würde dich immer noch lieben und die würde immer an deiner Seite stehen. Ich hoffe erstmal, dir hat das Video gefallen. Ja, war zwar Anfang ungewohnt für mich, aber yeah, so, aber eigentlich geht's also, ja, eher so ein schüchtern Narzisst. Also dafür, dass du schüchtern warst, warst du eigentlich sehr offen, Digga. Fandest du es eigentlich cool hier? War geil, ne? Ja. So mal so Lambos, Bentleys und sowas zu sehen, ist schon. Ja, wenn es so auch dann, dass alles auf einmal so auf einem Platz steht, so mehrere, ja, gell? Mehrere Millionen. Aber irgendwie, wenn man so alles, ja, auf einmal sieht, verliert so ein bisschen so an Wert. Weil es wirkt nicht mehr so besonders. Mir, ja, sind dann praktisch immer nur die Autos aufgefallen, die eine besondere Farbe hatten. So. Ja, gell? Ja, also am Ende sind es halt auch nur Metallkisten, Digga. So, weißt du, was ich meine? Ja, ich habe dir jetzt ein paar Sachen noch mitgenommen, okay, dass wir den Tag so schön beenden können. Hoffentlich freust du dich dran. Ja, so, ich bring's dir jetzt so Stück bei Stück. Mein allererstes Geschenk ist ein Produkt von mir. So. Boah, danke. Geil. Danke. Dann habe ich habe noch was. Ja, das ist richtig. Ich habe dann noch eine PS5 für dich, Digga. Okay. Ah, hast du schon eine? Ja, ich habe schon eine. Ja, dann kannst du irgendwie einen Kumpel oder sowas schenken, ja? Also, okay. Habe ich noch eine PS5 für dich? Dann, ja, gebe ich die meinem Bruder. Ja, warte, ich stell's dir ganz kurz hin. Weil der, okay, wollte sich auch eine PS5, ja, kaufen, dann gebe ich es meinem Bruder. Ja. Aber du hast halt schon ein iPhone 13, deswegen habe ich dir noch ein iPhone 14 geholt. Oha, krass. Also keine Ahnung, falls dich erfreut. Ich habe dir jetzt hier so ein paar kleine, ja, Geschenke gemacht. Ja, doch. Ja? Ich kann das nur nicht so zeigen, weißt du? Nein, nein, alles gut. Du brauchst es auch nicht zu zeigen. Hauptsache, du bist glücklich damit, Digga. So. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben. Und einen Kommentar da lassen. Kommentar da lassen. Ihm auch bei Instagram folgen und bei TikTok. Na, Alter. Und sonst passt alles. Und, ja. Und jetzt muss unser Mufferin einen Kuss, Digi. Kuss, Digi.